Hübschen, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein What's in my bag Video. Dieses Video wurde schon, glaube ich, seit vor einem halben Jahr oder so angefragt, aber auf meinem alten Kanal. Und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal hier um 13 Uhr auf Rudis Live. Ich habe zwei Taschen. Ich zeige euch mal die eine. Das ist auch die Tasche, wo ich mir die gekauft hatte. Haben auch ganz viele gefragt, kannst du bitte mit dieser Tasche ein What's in my bag Video drehen? Es ist so eine kleine Tasche, hier unten hat die so cognacfarbene Lederimitate, ist also kein echtes Leder. Hier ist die so schön wie so ein Jeansfarben, blau, Denim und hat auch noch so eine kleine Einstanzung hier, das sieht man. Dann kann so ein Bömmel, ist ja auch voll Trend und dann kann man die entweder halt so tragen oder umhängen. Also ich hänge die meistens um, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. Aber das ist leider nicht meine Alltagstasche geworden, weil die viel zu klein ist, viel zu klein. Ich habe zwei, jetzt kommt meine Mama-Tasche. Ihr denkt wahrscheinlich, das ist einfach nur so ein hässlicher Jutesack, aber nein. Das ist eine richtige Tasche. Die ist voll verranzt. Also wie gesagt, hier findet ihr nichts mit Prada und Miu Miu, was weiß ich. Sondern einfach eine ganz normale Tasche von einer Mama. Die Tasche, die mag ich so, so gerne. Und zwar wurde die in Brasilien, in São Paulo, mit Hand, also handgefertigt, ja, die hat so ein geiles Material, die ist richtig fest, hat ja noch einen Reißverschluss, dann noch so eine kleine Tasche hier und ich finde, die ist einfach, ich kann mir die einfach so umhängen und ich kriege teilweise, wenn ich bei DM bin, meinen ganzen Einkauf hier rein und habe trotzdem das ganze Zeug von den Kindern noch da drin und es ist so warm, ich mache mir gleich einen Zopf und das ist im Moment einfach meine Alltagstasche, weil die einfach super praktisch ist. Ich wollte schon, ich glaube schon seit 3 Jahren eine Michael Kors Tasche. Ich finde, die sind richtig schön von der Aufmachung her. Und die ist nicht zu groß und nicht zu klein. Und die hat auch nicht so einen komischen Henkel, den ich nicht so mag. Die haben auch so einen großen, den man sich wirklich richtig gut hier so umklappen kann. Aber leider habe ich die nicht. Vielleicht irgendwann mal. Aber wie gesagt, das ist meine Tasche, meine Lieblingstasche mit... Die hat auch eine Bedeutung für mich, die habe ich nämlich geschenkt gekriegt von Joannas Patenonkel. Der war ein halbes Jahr in Brasilien, hat uns allen was mitgebracht und mir hat er diese Tasche mitgebracht und ich finde die einfach super schön, aber die müsste mal wieder in die Wäsche. So, genug gelabert über die Tasche. Ich habe übrigens Fenster auf, sonst könnte ich hier nicht sitzen. Es ist mega heiß. Das ist jetzt Fenster auf. Ich fange erstmal mit der Tasche an, mit der kleinen. Die hat übrigens knapp, glaube ich, zwischen 20 und 30 Euro gekostet. Ja, guck mal, was versteckt sich hier drin? Ein Nuki von La Mia. Ich hole einfach wahllos irgendwas raus, ja? Ach, guck mal hier. Ach, das ist doch Mama. Mama-Tasche. Eine Einladung für Joanna zu einem Geburtstag ist da drin. Geil. Dann hat die Joanna, Mama letztens in so einem Kinderfest und dann hat sie das hier gebastelt. Das ist noch da drin und wenn man das so... Seht ihr das? Ja, das hat die halt... Das ist in eine Mama-Tasche drin. Haben wir vergessen rauszuholen. Da hatte ich nämlich das hier dabei. Dann, für euch wahrscheinlich mega langweilig, ohne Scherz. Buntstifte. Muss man als Mutter immer irgendwie dabei haben. Und diese kleinen Dinger, die man überall geschenkt kriegt, sind immer praktisch. Dann habe ich noch... Ich kann das Fenster nicht zumachen, ich sterbe sonst hier. Dolodobendan. Tabletten. Dann habe ich einen Lipliner hier drin. Das ist auch so mein Achillesferse, ne? Lipliner und Lippenstifte in der Tasche. Ich kann das schon gar nicht mehr lesen, von wem das ist. Von Catrice, glaube ich. Die Nummer 290. Also so ein Nude-farbener. Der ist ganz hübsch. Den trage ich total gerne. Dann, was habe ich noch hier drin? Was ist das hier? Guck mal hier, irgendwas von einem Kuli. Dann Baby Dream Minis, ein kleiner Snack für La Mia zwischendurch. Ich muss selber drüber lachen jetzt hier gerade. So eine Leckmuschel, voll 90er mäßig, richtig cool die Dinger. Dann ein Schlüssel. Da ist der Rest des Kulis. Also man sieht, ich habe die Tasche vorher nicht aufgeräumt. Also machen wir mal das hier mal reparieren, geht das? Ah, repariert. Kann ich das hier so zudrehen oder ist der kaputt? Da! Kuli geht wieder. Ein Kuli habe ich da drin. Dann nochmal Baby Dream Minis. Dann eine Handcreme-Pröbchen. Sowas habe ich immer in der Tasche eigentlich. Und was noch? Da ist noch irgendwas drin. Haarklammern.
Und das war's. Hier ist sonst nichts mehr drin. Oder? Doch, da. Da ist ja noch eine Seite. Nochmal ein Mini-Ding. Und nochmal ein Kuli. Ein Bonbon. Und zwei Lippenstifte. Einmal ein von Chanel. Die Nummer 119. Das ist ein Gloss. Nummer kann ich, also die, wie der heißt, kann ich jetzt gerade nicht sehen. Und von, was ist er jetzt hier, von DM, die Eigenmarke, Trend It Up, Ultra Matt Lip Cream. Steht gar keinen Namen drauf. Nur, oder? Ne, 0,50. Also den hier habe ich noch drin. Also das deutsche Schema ist eigentlich so ziemlich das gleiche alles hier bei mir, ne? Und ziemlich, der eine ist matt, der andere ist glossy, der andere hat 2 Euro kostet, der andere 30. So, dann, das war's mit dieser Tasche. Das ist so, wenn ich weiß, dass ich nichts kaufen muss, dann packe ich dann mein Portemonnaie, mein Handy rein und bin mit der Tasche weg. Wenn ich aber weiß, ich bin mit den Kindern unterwegs und ich muss zu DM oder keine Ahnung, wir gehen irgendwo hin, wo wir länger auch bleiben, dass ich hier die ganzen Sachen von den Kindern reinpacken. Trinken, eine kleine Dose, wo ein Apfel drin ist oder so. Das ist also wirklich meine aktuellste Tasche, die ich immer benutze. Und da sind auch etwas interessantere Sachen drin für euch. Da habe ich drin Taschentücher. Dann Sonnenbrille. Boah, die ist schon alt, ich brauche unbedingt eine neue, die ist schon voll verranzt. Ja, Taschenbrille. So, oh, das ist angenehm. Dann Kaugummis. Die habe ich, glaube ich, mal bei Rossmann habe ich die gekauft. Die habe ich bei Rossmann mal gekauft und bei Insta gepostet und haben ganz viele gefragt, was die Sonnenbrille gekauft. 7,95 bei Rossmann und die hat genau ein Jahr gehalten. Jetzt fängt die langsam an, dass die Kratzer kriegt, aber kein Wunder, wenn die einfach so hier rumliegt. Dann Kaugummis. Ganz normale, stinknormale Kaugummis mit Apfelgeschmack. Dann Skippo. Da habe ich jetzt in meiner Tasche, weil wir gestern mit Joanna im Krankenhaus waren und da mussten wir warten. Und dann haben wir eine Runde Skippo gespielt, um die abzulenken ein bisschen. Habe ich sonst natürlich nicht in meiner Tasche. Kommt jetzt wieder raus. Dann ein Deo, so ein Stick. Da benutze ich gerne den von Rexona. Den finde ich ganz gut. Ich bin kein Sprüher. Also ich brauche wirklich sowas hier. Ich mag das nicht, dieses Gesprühte irgendwie. Dann habe ich, oh, das ist ja schon fast leer. Guck mal hier. Von Essence diese Tücher hier, diese so. Na, da habt ihr, dann glänzt er nicht mehr so. Das ist, glaube ich, für heute richtig gut. So, benutzt euch jetzt mal als Spiegel. So, ja, die habe ich da drin. Essentiell, die brauche ich immer. Nur vergesse ich die jedes Mal zu kaufen, wenn ich da bin. Ich weiß nicht warum. Dann mein Portemonnaie. Das ist ungelogen bestimmt schon. Sieben Jahre alt. Ehrlich jetzt, kein Witz, das ist 7 Jahre alt. Da sind meine ganzen Karten drin. Ein Bild von Joanna, Lamia und Dominik, die sind alle da drin. Ja, Geld ist nicht, ich bin pleite. Geld ist da nicht drin. Der Dominik hat, glaube ich, das Geld jetzt da rausgeholt, weil er einkaufen ist mit den Kindern, damit ich hier das Video drehen kann. Ich will jedes Mal mir ein neues Portemonnaie kaufen und dann bin ich irgendwie zu gorrig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil alle, die ich schön finde, sind immer sauteuer. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das mal bei Deichmann gekauft. Ich finde, das ist super vom Platz her. Man hat genug Platz, ist nicht zu klein, nicht zu groß. Und das hält noch. Also, solange das Geld da drin bleibt, wo es bleiben soll, ist das alles in Ordnung noch. Außer ich sehe irgendeins, wo ich wirklich sage, boah, ist das schön. Dann habe ich hier 2 Haarbänder von Lamia drin. Und dann Feuchttücher für Lamia. Die benutze ich aber auch für Joanna oder mal für uns. Dann von McDonald's diese Dinger hier. Also ihr seht wirklich, die Tasche ist nicht aufgeräumt, ja. Noch realer geht das jetzt nun wirklich nicht. Außer ich hole dir vielleicht noch eine tote Maus raus und so. Nochmal Taschentücher. Dann eine Spritze für die Kinder. Die haben die im Krankenhaus gekriegt. Und ja, jetzt sehe ich nur noch, kommen noch interessante Sachen. Eine Sache noch von Lamia. Und zwar ihre Allergietropfen. Die muss ich immer dabei haben.
Ich weiß jetzt gerade nicht, warum die nicht in der Tasche ist. Eigentlich habe ich das wirklich so, dass ich 3-4 Flaschen habe und die überall verteilt habe. In der Wickeltasche, in dieser Tasche, in der Tasche, zu Hause und bei Oma und manchmal auch sogar eine noch im Kinderwagen. Falls mal irgendwo eine leer ist oder wir vergessen, eine mitzunehmen, weil die allergisch ist. Und wenn mal was passiert, haben wir immer was dabei. So, jetzt kommen mal meine Sachen raus. Noch 1, 2, 3. Okay, nochmal hier. 3 Lippenstifte. Ja, super, Rosi, ernsthaft jetzt. 3 Lippenstifte, einmal Essence XXXL Long Lasting Lip Gloss. Keine Nummer, kein Nix, alles schon abgegriffen. Aber, nee, ich glaube nicht, dass der so heißt. Sehr, sehr schön. So ein Nude-Ton. Richtig toll. 1. Dann Kylie Jenner Lipstick Posy K. Und einmal ein von... Wie heißen die nochmal hier? Maybelline? Nee, nicht Maybelline. Miss Lynn. Maybelline, guck mal, Maybelline. Miss Lynn Lip Gloss, den habe ich jetzt übrigens auch drauf. Ich habe den Lip Liner von... Wo ist er denn? Von Kylie drauf. Den Candy K habe ich drauf. Und dann einfach den Lippengloss drüber, diesen Lippengloss drüber gegeben. Man merkt, es ist warm. So, das waren... Also in 2 Taschen... Jetzt kommt's. In 2 Taschen hatte ich ganze... Und das ist noch wenig. Das ist wirklich wenig. Also ich habe schon mal in einem Vlog gezeigt, da habe ich, glaube ich, 8 Lippenstifte aus einer Tasche rausgeholt. Also diese Lippenprodukte hatte ich alle in meiner Tasche drin. Und ich weiß gar nicht, warum. Weil ich eigentlich nicht so viel von dem Zeug auftrage. Also selten. Aber ich schleppe das Zeug immer mit mir rum. Dann Mittel. Das gehört halt auch dazu. Ein Tampon. Eine Frauenhandtasche, dann ist das halt so. Dann habe ich noch so ein kleines Parfum, so ein Pröbchen, das finde ich auch immer ganz gut. Da habe ich auch öfters mal welche drin. Und zwar, oh Gottes Willen, Narciso Rodriguez Eau de Parfum Baudry. Sonst steht da nichts drauf. Riecht ganz gut für zwischendurch, gerade jetzt im Sommer, wenn es so heiß ist, ne, dann mache ich da Deo drauf. Das ist auch geruchsneutral und dann packe ich einfach ein paar Spritzer Parfüm in die Richtung und dann fühlt man nicht mehr so. Dann habe ich einmal ein BB Young Care Intensive Lip Balm. Der gehört aber der Joanna, ist nicht meiner. Das Kind ist süchtig nach diesen Dingern. Die sammelt die nämlich gerne, obwohl die gar nicht benutzt. Dann habe ich mir neu gekauft. Ich opfer. Ich Pokémon Go opfer. Ehrlich, ich bin so ein richtiges... Weiß ich auch nicht, ey. Bei Cody hatten die das mal und so eine Powerbank. Die hat nur 7,95 Euro gekostet. Voll süß, voll mädchenmäßig. Die habe ich gestern erst gekauft. Als wir da im Krankenhaus waren, war daneben Cody und dann sind wir da rein. Und dann haben wir die Powerbank gekauft und das Skipo haben wir da geholt. Und so ein rutschfestes Pad fürs Auto, damit die Kamera nicht immer hin und her rutscht. Jo. Ja, wenn man mal so in der Gegend rumläuft, dann ist das vielleicht mal gar nicht so schlecht, so ein Ding dabei zu haben, wenn man Pokémon suchen muss. Und last but not least, mein Reise Fix Plus Plus Spray von MAC. Ich liebe dieses Zeug. Ja, das war's. Und ja, mein Handy ist natürlich auch drin, das habe ich aber jetzt nicht hier drin, das liegt daneben. Das ist hier mein Handy, das fliegt sonst auch immer hier oben drin. Ach, guck mal, da ist noch was drin. Und zwar Mauerms. 4 Mauerms. Tada! Ja. Das ist alles in meiner Tasche. Jetzt ist sie leer, ist nichts mehr drin. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so die High-End-Fash-Blogger-Handtasche mit, was weiß ich, coolen Sachen drin. Das ist Mama-Lifestyle, sage ich einfach mal. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Es war nicht zu langweilig für euch. Falls ihr Videowünsche habt für Freitag, Samstags um 13 Uhr, lasst es mich einfach unten in der Infobox wissen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag und wir sehen uns heute Abend um 18 Uhr. Tschüss! Neuen Video von mir. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich in einem Kinderzimmer und zwar in dem Kinderzimmer von La Mia. Heute habe ich mir gedacht, mache ich für euch eine kleine Morgenroutine von